Nach ein paar Hitzetagen regnet es endlich auch mal bei mir und bei Mario ist es ein wenig andersrum. Lava-Fit. Ich habe einen total funky Fitnesskurs gebaut. Komplett mit steigender Lava und so. Leider ist er jetzt so schwierig, dass ich ihn nicht mehr schaffe. Will ich jemand anders mal probieren? Popstar 1. Das ist eine fette Lüge. Man muss, um ein Level hochzuladen, ist selber ohne Checkpoints schaffen und dann nochmal mit den Checkpoints. Ja, das ist eine fette Lüge. Der hat es auf jeden Fall geschafft. Popstar 1, ich mag ihn nicht. Unsympathisch. Oder sie, was auch immer. Kann man so tun, als würde die Folge erst jetzt anfangen. Cool. Okay, ein interessantes Level. Okay, das habe ich noch nie gesehen. Dann okay, dann lass es lieber. Die ignorieren wir einfach. Oh, die Lava steigt. Oh Gott. Das meinten die damit. Immerhin habe ich die entspannten Regengeräusche, die man zum Glück nicht im Video hören kann. No! Die war es mir wert, 30er Münze. So, wiegen, zack. Wiegen, was? Ich bin nicht wiegen, ich bin nicht vegan. Also, nicht, dass ich wüsste. Ich mag Fleisch. Fleisch finde ich sehr lecker. Wie vielleicht die ein oder anderen Unges vielleicht vertrieben, aber... Ja, ich finde Fleisch sehr lecker. Ich finde Milch auch sehr lecker. Vor allem Bio-Milch, verdammt lecker. Ja, reden wir doch mal über Essen. Über Fleisch. Was ist so euer Lieblings? Wenn ihr Fleisch isst, was mögt ihr so an Fleischsorten? So ein random Thema einfach. Warum nicht, ne? Warum nicht? Ich wollte die Münzen haben, jetzt habe ich sie noch bekommen. Aber ich bin dafür gestorben. Das hat sich nicht gelohnt, ey. Theoretisch könnte man gut Level Münzen farmen, indem man einfach das ganze Level noch ganz halt macht, dort die alle Münzen einsammelt, bis du wie 99 hast oder so und dann also halt immer wieder sterben und so und dann die Münzen nochmal neu einsammeln, weil die irgendwie spawnen ja, wie man sieht. Und dann, wenn du wie 99 Münzen hast, ist das wahrscheinlich die macht das Maximum. Und dann einfach, ja. Dann halt einfach. Oh Gott, warte. Gerade etwas weniger in der Zeit als vorher in einem Versuch. Diesen Tod kann ich leider nicht erklären. Ich wollte eigentlich irgendwas erzählen. Ich wollte eigentlich mich jetzt cool fühlen und sagen, ich habe es geschafft. Habe ich aber nicht. Und ich habe nur noch ein Leben, deshalb würde ich sagen, ich bringe mich kurz um. Weil es lohnt sich dann eh nicht mehr. Ich habe zwar viele Mützen gehabt und so, aber ich glaube, ich schaffe es jetzt nicht mehr. Ich würde dich risken. Dass ich irgendwie über einem Checkpoint bin, falls es einen gibt, ich weiß es ja nicht. So, aufgeben, damit ich sicher bin, dass ich keine Luigi-Flagge nochmal habe. Weil ich will das Mario-Kostüm! Fängt ja schon mal gut an, nach 3 Minuten sind wir immer noch im gleichen Standpunkt. Aber hey, wenn wir das Level schaffen, dann ist zumindest das Dach vom Hauptschloss fertig. Und dann sind wir theoretisch eigentlich schon fertig. Mit der Hauptstory so gesehen. Weil es geht ja nur darum, Prinzessin Peach Schloss wieder aufzubauen und nicht die anderen Schlösser. Oder halt die anderen Burgen. Oh, jetzt habe ich einen Freund verpasst. Okay. Also jetzt bin ich. Jetzt bin ich ein wenig salty, dass ich die Münze verpasst habe, aber komm. Egal. Habe ich halt eine Münze verpasst. Ich habe dazu keine Worte. Nein, ich hab keine Worte. Ich habe nichts dazu zu sagen. Nein, habe ich nicht. Ach, jetzt egal. Komm, ganz schnell durch einfach. Zack. Wen jucken die Münzen? Ich brauche keine Münzen. Na doch, eigentlich schon, aber egal. Schnell weg hier. Ich muss mich jetzt ein wenig konzentrieren. Deshalb bin ich jetzt etwas seltsamer mit dem Commentary. Ach, come on! Hier steckt die Lava auch? Okay. Ich habe auch ein Level gebaut, wo die Lava steigt, aber ich habe so ein Level gebaut, wo die Lava halt steigt und dann wieder runtersteigt. Und man halt ganz alles timen muss und nicht, dass die ganze Zeit steigt, vom ganzen Level über. Ich muss aber so ein Level auch mal bauen. Es gibt viele Level, die ich noch bauen will. Holy. Das war Glück. Das war ehrlich nur Glück.
Okay, wir haben jetzt aber sehr, sehr viele Münzen immerhin. Kriegen dafür gleich einen One-Up. Geil. Ich wollte schon immer mal einen One-Up haben. Und die sind ekelhaft platziert. Wow, das ist eine fiese, das ist eine fiese Stelle. Ah, nice. Gibt's noch irgendwas? Nein, ich hasse es lieber. Ich bin fast getroffen worden von dem Ding. Okay, Checkpoint. Was jetzt? Wow. Hi. Okay, das ist so eine Lava, die ganze Zeit nach oben und nach unten starrt. Ja, komm! Das ist ekelhaft. Das Ding geht so im Zickzack und dann hast du kaum noch Kontrolle über Mario. So, hier muss man springen auf die andere Plattform. Warum springst du so weit, Mario? Das wollte ich nicht. Ich habe jetzt schon wieder die meisten Münzen verloren. Warum muss ich die schweren Level immer am Anfang von den Paar zu kommen? Ja gut, ist vielleicht nur in dieser Folge so, aber trotzdem, warum habe ich bei dieser Folge direkt am... Okay, ich bin ruhig. Ich habe keine Lust mehr. Nach einem weiteren Game Over bin ich wieder an dieser Stelle. So. Okay. Aufpassen. Nicht jede einzelne Münze einsammeln. Lohnt sich eh nicht. Zack. Boing. Dann nach da unten. Ganz schnell, bevor die Lava. Das meine ich. Das ist fies. Das ist richtig gemein. Also denke ich jetzt einfach mal, dass ich da warten muss. Wenn ich da abgesprungen bin an dem einen Punkt oder so. Mir fällt sonst nichts anderes ein, was ich da machen soll. Hier einfach warten. Kurz warten. Ja. Jetzt, wo es wieder runter geht. Nach unten. Ja. Und dann, glaube ich, habe ich... Ich bin gesprungen. Ich schwöre auf alles, ich bin gesprungen. Das ist mal wieder scheiße. Aber dagegen kann ich nichts machen. Außer halt sagen, dass das scheiße ist, aber das bringt mir halt absolut nichts. Okay, aufpassen. Beruhigen, aufpassen, entspannen. Jetzt runter. Ganz ruhig. Ich bin gesprungen, ich bin gesprungen. Man kann mehr als 100 Münzen nehmen, merke ich gerade. Oh mein Gott. Oh, dieses Level, ich hasse dieses Level. Oh mein Gott, ich bin durch. Oh, immerhin haben wir hier Regenwald. Ich liebe den Regenwald, der ist schön entspannt. Zumindest das Geräusch vom Regen ist schon spannend. Rausgehen im Regen ist was anderes. Ist nicht unbedingt schlecht, aber naja, wir reden jetzt nicht mehr darüber. Weil es ist nämlich seltsam. So, das Hauptgebäude, das Dach vom Hauptgebäude ist jetzt fertig. Bam. Wow, so ein kleines Ding hat 5 Runden gebraucht. Na, egal. Yay, 80%! Ich glaube, das war es auch jetzt komplett für das normale Schloss. Ja, das Schloss ist fertig. Es fehlen nur noch 1000 Münzen. 80%. Ja, wo kommen denn dann die anderen Prozent her? Die unschaffbare Festung. Diese Festung wird von Steinblöcken und Kettenhunden beschützt. Die wird Mario nie einnehmen. Wenn man Käferpanzer mit Y in der Hand hält, kann man sie übrigens auch ganz leicht... mit Hilfe von dem linken Stick auf den Kopf setzen. Aber das weiß er ja nicht. Guhahaha. Papa von Anonym. War das etwa Bowser? Und danke für den Tipp, Bowser. Auch wenn ich das eh schon weiß. Ach so, der gibt. Der geht ja nach da. Und der auch? Ja, der auch. Ach, der macht den weg. Ach, das ist aber sehr lieb von dir. Okay, das ist cool. Das Level ist cool. Mir gefällt das Level jetzt schon sehr. No, meine Helmenro. Ich brauche meine Helmenro. Dankeschön. Aber ich will noch mal einen. Den nehme ich mit. Mein bester Freund. Facepalm. Wie konnte ich da sterben? Wie konnte ich da sterben? Ich konzentriere mich, glaube ich, nicht genug.
Weil ich einfach die ganze Zeit immer wenn ich irgendwelche Hintergrundgeräusche höre, dann bin ich abgelenkt. Zumindest bei den Aufnahmen, und das sollte ich lieber nicht. Gib mir die Zehner. Gib mir einfach alle Münzen. So, weg mit dir. Da kann das Ding auch hier kaputt machen? Wusste ich gar nicht. Boing. Aber ich finde die Idee richtig cool. Das sind ja echt Props. Achso. Erst jetzt im letzten Moment gecheckt. Er kommt zurück. Na komm, beeil dich. Wir haben nicht ewig Zeit. Die Folgen gehen nur 20 Minuten und wir wollen heute vielleicht noch was Cooles sehen. Vielleicht so ein... Ah, okay. Ich hab aber zumindest noch ein... Ach, ich kann einfach... Oh, wie habe ich die Münze eingesammelt? Okay. Cool. Das ist wieder so ein Punkt. Wie komme ich da hoch? Kann ich den irgendwie nach oben schicken? Nee, hätte nichts gebracht. Wow. Ich habe keinen Helm mehr. Was? Pilz! Ja, wow. Das hat's ja gebracht. Gab's einen Checkpoint? Nee, gab's nicht. Ich muss... Oh Gott, wir sehen uns gleich wieder. Oh, es gab noch einen Checkpoint. Habe ich noch nicht gemerkt. Cool. Finde ich super. Ich habe aber jetzt keinen Helm mehr und das belastet mich gerade persönlich sehr, wenn ich ehrlich bin. Verdammt. Ja, mein Pilz mal wieder weg. Supi. Ich bin... Mann! Oh, diese Fails in dieser Folge. Oh Gott. Ich dachte, wir werden nie wieder Folgen bekommen, wo ich so oft faile, aber da habe ich mich wohl gehört. Ach, verdammt, ja, jetzt habe ich es komplett verkackt. Der Pilz komplett weg. Weg mit dir. Ich will nur den Pilz. Ich habe den Pilz. Egal, ich hatte meinen Pilz. Ja, gut, ist nur eine 10, das ist jetzt nicht mein ganzes Leben wert gewesen. Runter, runter. Nein. Ich hab's zu spät gemerkt. Ich dachte, ich muss nach oben, aber nee, ich muss mich unten verstecken. Ach. Ich bin traurig. Wie komme ich denn da überhaupt hoch? Jetzt mal ohne Witz. Manche Orte hier, da verstehe ich nicht, wie soll man da hinkommen. Ganz ehrlich. Münze? Münzi, Münzi. Ach, da wird der dann schon aktiviert? Krass. Oh, ja. Ich muss nur nach oben klettern. Ich muss nur nach oben klettern. Yes. Okay. Die Level werden auf jeden Fall schwerer. Ich glaube, mittlerweile habe ich es auch gemerkt. Wir haben jetzt auch, glaube ich, auch nur die Hälfte vom Spiel, weil es gibt ja vermutlich 100 Level. Oder machen die irgendwas so mit 80 oder was für, wie viele Level gibt es insgesamt? Weil es gibt ja jetzt mehr als 60 auf jeden Fall. So, bam. 81%. Super, mein Level wurde gespielt. Da könnt ihr auch gerne spielen. Also seht's. Mehr als 70 Level gibt es auf jeden Fall. Also ich vermute mal 100. Keine Ahnung. Tiefsee-Hothead-Schlangen. Ich habe ein paar Seeschlangen verzaubert, sodass sie jetzt aus Hotheads bestehen. Es könnte aber ziemlich gefährlich sein, jetzt schwimmen zu gehen. Wenn es jemand bis zum Ziel schafft, mache ich eine Belohnung locker. Der Magie-Ass. Magie-Ass. Dem hau jetzt richtig down, den kicken wir in sein Ass. Oder so. Eine Brücke unter Wasser habe ich auch noch nie gesehen. Oder? Ich glaube nicht. Pilz. Okay, da kommen Hotheads. Cool. Hi Hotheads, na, wie geht's euch so? Sollen das die See alle darstellen? Ich glaube, das sollen die See alle darstellen. Halt die aus Mario, meine ich halt. Go. Boing, warum soll ich es boing? Ich weiß es nicht. Bam, bam. Okay, das hat nichts gebracht, aber die erste habe ich. Ich brauche ja auch nicht alle. Es geht ja nicht darum, alle Münzen zu sammeln. Es geht darum, die Level zu schaffen. Als Mario.
Darum geht's. 100% heißt, alle Level geschafft haben und alle Kostüme in dem Modus freigeschaltet haben. Das ist mein Ziel. Falls ihr es immer noch nicht mitbekommen habt oder gecheckt habt oder falls es eure erste Folge ist, die ihr bei mir guckt. Kann ja sein, kann ja sein. Also die Idee finde ich schon mal sehr, sehr cool. Aber man hätte das ein wenig mehr ausbauen können. Zum Beispiel schneller. Also alles schneller. Warum drücke ich A? Also alles nochmal so schneller machen. Scrolling schneller, die Hothead schneller. Geht das überhaupt? Doch, man kann den Flügeln geben, dann sind die schneller. Finde ich. Muss man jetzt nicht. Ist auch so ganz okay. Aber so ist es halt mehr oder weniger mehr ein chilliges Level. Statt ein schweres. Nice. Aber trotzdem war es ganz interessant und cool und yeah. Nice. Gib her die Münzen. Ich brauche dringend welche. Wie viele haben wir jetzt? Ich glaube, jetzt haben wir 800 oder so. Ja. Pompt hin. So, und beim nächsten Level haben wir genug Geld und das Dach fertig. 83%. Okay. Juhu. Wiedergänger in der Lava. Ich wusste nicht, was ich bauen sollte. Da habe ich einfach ein paar Knochen trocken genommen. Jetzt traue ich mich nicht mehr in den Level. Kann bitte wir versuchen, alle Knochen trocken zu besiegen und es dann noch ins Ziel schaffen? Vorsicht vor der Lava, ängstlicher Junge. Besiege alle 6 Knochen trocken. Hört sich jetzt nicht schwer an, aber wir werden mal sehen. Vielleicht ist das ja so ein Rätsel-Level oder so ein Puzzle-Level. Wo du ein paar Blöckchen benutzen musst, um dann irgendwie so einen Panther zu bekommen, die zu killen. Oder man macht einfach so. Wow. Oh Gott. Wie hoch steigt das? Okay, ich wusste da jetzt einfach nicht, wie hoch das steigt. Aber ich hätte mir denken können, dass es bis zum obersten Punkt steigt. Ich habe dazu gerade gar keine Worte, um ehrlich zu sein. Jetzt kommt wieder Luigi. Kann man Luigi nicht irgendwie ausschalten? Ganz ehrlich, das ist so mein Kritikpunkt an dieses Spiel. Dass Luigi einfach nervt. Er nervt mehr als alles andere in diesem Spiel. Was weiß ich. Ich muss wieder zurückrennen. Ah! Ich hätte einfach den Tanuki nicht verlieren sollen. Ich dummes. Was auch immer ich bin. Keine Ahnung, was bin ich? Wüsste ich das, dann wäre das super. Ich werde nicht ohne den Tanuki gehen. Alle muss ich killen. Alle 6 oder wie hieß das? Ja, alle 6 anscheinend. Okay. Zeit ist tatsächlich sehr großzügig. Na gut, sehr großzügig jetzt nicht, aber... Sie kommt hin. Cool. So, ein Level, glaube ich, schaffen wir noch und dann war es das für heute wieder. Und ich hab gedacht, ich krieg genug Münzen, aber ich glaube, das waren jetzt keine 200 Münzen, die ich hier bekommen. Ich hatte halt so ein Level, da kann man viel Münzen sammeln. Na, verdammt. Gerade noch so. Nein! Ah, das ist ärgerlich. Aber yay, dann haben wir zumindest das hier fertig. Super. 85%. Ich weiß nicht, wo wir die letzten 15% herbekommen sollen. Okay. Blinkblockade machen wir noch. Mit Hilfe der Blinkblocke sollte es möglich sein, diese Klippe zu erklimmen. Jetzt brauche ich nur noch eine Pestperson, die sich der Herausforderung stellt. Es ist jedoch ein gutes Rhythmusgefühl vonnöten. Blau und Rot wechseln sich ab. Dr. Wunderlich. Man kennt mich, ich bin der Rhythmusmeister. TM. Copyright. Mike Bisasam. Ich liebe diese Blöcke. Ich habe mich so gefreut, als ich die in dem Trailer gesehen habe von Mario Maker 2. Ich liebe diese Blöcke einfach. Nein! Was so? Habt ihr das gerade gehört? Ich habe irgendwie von draußen so ein Miau, Miau, Miau gehört. Ich hab mir so erhört. Was? Immer diese Kinder. Nein, als ob!
Attacken geht mir aus. So, in der Box gefangen. Ach, ich kann einfach raus. Das ist gut gemacht, dass man einfach raus kann von der Box. Okay. Ach, come on. Die Zeit nehme ich mir noch. Oh Gott. Hau ab. Was zum Teufel? Der hat mich einfach angebaggert, Junge. Ich muss aufpassen wegen der Piranha-Pflanze. Mir gibt's ein. Da gibt's Katze! Tschüss! Ich warte lieber nochmal eine Runde. No! Jetzt wird's tatsächlich sehr, sehr knapp. Okay, keine Faxen machen. Aufpassen. Konzentrieren. Ich will jetzt nicht nochmal sterben, ja. Ich weiß nicht, wie ich runterfallen konnte. Fragt mich nicht. Was denn? Wo lang? Egal. Hier lang. Ah, hier lang. Einfach ins Ziel. Schnell. Ich habe keine Zeit mehr für irgendwas. Ich habe mir viel zu viel Zeit gelassen. Nice. Gut, dann würde ich sagen, ist das auch das Ende dieser Folge. Ich werde noch kurz bei Toilette das Dach schon mal anfangen lassen zu bauen und dann werden wir in der nächsten Folge wiedersehen, wie ich neue Level spiele. Yeah. Dring. Cool. Wenn es euch gefallen hat, ist es eine positive Bewertung, dann würde mich freuen. Und ansonsten, ja, hoffe ich, sehe ich euch beim nächsten Mal wieder. Bei Mario Maker oder bei anderen Projekten. Ich mache ja nicht nur Mario Maker. Aber naja, haut rein und ciao, Leute.